Ich habe jetzt wieder zwei Heiler, die nichts zu tun haben. Oder nee, warte mal, die sammeln? Oder was ist das? Nein. Ich habe keine Ahnung. So, wird schon passen. 203 Zeug. Ich könnte Vesper machen für 220 Nahrung. Machen wir das. Oh ja. Ich hoffe, es bringt ein bisschen was. Ich hoffe, das wäre jetzt nicht ganz Käse. Aber hey, kriegen wir hin. Ja, die produzieren gut. So. Aufwerten können, das kostet nur 50 Münzen, ne? Von daher, es ist durchaus reizvoll. Aber ich mach das mal nicht. Bam. Du darfst Münzen machen. So. Alter, der Könige. Es wäre ein Träumchen. Und das ist, wir sind schon wieder. Das ist so viel. Wow. Erhöht die Produktion der gemeißelten Leere um 20%, halbiert die Kosten von gemeißelten Steinen. Ist mir recht schnuppe. Marktplatzpreise. Feindseligkeit. Ja, Kaminplatte. Ich mach mal hier ein bisschen was. Es muss so langsam mal kommen hier. Dass ich auch militärisch besser werde. Reine Selbstverteidigung natürlich, ne? Nichts anderes. Als ob ich angreifen wollte. So ein Quatsch. Ich möchte die ganze Zeit aufwerten, aber dann habe ich halt wenig Münzen. Da. Wahrscheinlich habe ich keinen Platz gleich, um das irgendwo zu bauen. Na, wobei, hier oben passt noch rein. Es sollte noch gehen. Ich werde nur gleich wieder angegriffen. Das ist doof. Ich wurde ja von dem Angriff gewarnt hier. Da sind wieder zwei Typen. Ich weiß nicht, ob das immer noch mehr würden. Werden könnten. Na komm, Altar. Ey, Altar. Ich baue mir dann. Das heißt, der eine Händler darf hier mal nichts dran tun anscheinend. Hey, Bautyp. So. Greifen die den richtigen an. Die greifen den dicken an. Okay, das passt. So, als Puffer ist er super. Schildknappe hält erstaunlich viel aus. Ich meine, klar, er hat ein Schild, ne? Hoffnungsvollerweise passt das. Der Fischer darf gerne mal direkt hier zurück. Ich möchte nicht, dass irgendjemand stirbt. Wie schön ihr Umfall mit so einem lauten Wurms. Das ist super. Das gefällt mir. Und ich bin am Limit mit meinen Einheiten. Haus. Dr. Haus. Na, bam. So, fantastisch. Ich muss es immer noch einnehmen hier, ne? Um mehr Nahrung nochmal zu machen. Dann brauche ich die ganzen Gebäude gar nicht aufwerten. Trotzdem möchte ich natürlich aufwerten. Ich weiß nur nicht welches. Aber wahrscheinlich irgendein Nahrungsgebäude. Oder sind die unglücklich, weil sie schlechte Häuser haben? Nee, geht. Da sind sie mal nicht am Zicken. Bin ich tatsächlich sehr froh drum. Altar der Könige kann man aber nur einbauen, ne? Oder? Es wäre lustig, wenn man da einfach jedes Gebiet mit vollschmeißen würde. Jedes Mal einfach plus 4 auf alles und hat keinen Verbrauch wegen Nahrung und sowas. Ah, das ist schön. Ja, ihr könnt nur ein Exemplar bauen. Das wäre sonst sehr imbar gewesen. Aber ist gut. Kann man machen. Sind sie hier noch dabei? Ja, drei Leute sind dabei. Passt. Will ich die Bauer aufwerten? Ich werte mal die Jagdhütte auf hier unten. Machen wir das. Ja. So. Okay, was habe ich jetzt? Militärstrategie. Gefühlte Sicherheit. Erhaltet 3 Zufriedenheit, wenn ihr Sworn habt. Und 1 Zufriedenheit pro aufgewertete Militärlager. Machen wir das. Neutral. Schneesturmabzug ist massiv verringert. 50%. Aha. Baldre, 5 Zufriedenheit. Aha. Jörd, Kriegshäuptling und aufgewertete Türme erhalten 10% Angriff. Ja, schön. Gibt Schlimmeres, ne? Hätte ich mal gesagt. Da gibt's Schlimmeres. Und so viel Holzverbrauch. Also ich habe viel Holz, aber auch viel Verbrauch jetzt. Aber selbst im Winter hier Nahrung machen ist gut.
da kann ich schon mal nicht meckern. Und ich könnte, wenn die immer hier angreifen, könnte ich da auch tatsächlich meinen Turm hinbauen. Und Türme zählen nicht zu Gebäuden, oder wie ist das? Doch, zählen sie schon. Ha. Huh. Ist nicht verkehrt, einen zu haben dann eigentlich, ne? Wenn die immer tatsächlich immer hier angreifen, warum auch immer. Vielleicht, weil es der direkte Weg zum Hauptlager ist. Ist nicht verkehrt, denn da einen zu haben. Wenn der denn gebaut wird. So. Aber wenig Stein, ist echt enorm. Wahrscheinlich hier am Rand noch versteckt irgendwo, aber im Gegensatz zu der Karte vorher ist es echt wenig. Wahrscheinlich müsste man sich das jetzt alles erhandeln hier. Ist ja auch immer eine Option. Hätte man dann genug Geld, dann könnte das eventuell eine Option sein. Ah, die 4 Zufriedenheit sind super. Ah, das gefällt mir sehr gut. Sehr löblich. Und ja, das Werkzeug, das sind 20 Eisen. Ja. Will ich den zerlegen da unten? Den Kollegen und das mitnehmen. Wenn es für die Zerlegung Erfahrung geben würde, wäre das reizvoll. Aber so? Ma. Nicht unbedingt. So, der Altar. Schade, dass man den nicht ewig aufwerten kann einfach. Dass der irgendwie noch schöner und besser wird. Ich möchte, dass das Gebäude möglichst stark wird. In allen Variationen. Möglichst übertrieben. Da das nochmal so richtig für Stimmung sorgt. Okay, die haben bald Halbzeit hier, ne? Im Prinzip müsste ich einfach nur warten jetzt. Im Moment sieht es jetzt noch sehr in Ordnung aus. Von allem, was hier so passiert. Aber wenn ich das entwickle, warte mal. Kann ich denn noch einen Turm bauen? Kann ich noch einen Turm bauen? Nein, warum nicht? Ich habe 3 von 4 Gebäuden. Warum geht das nicht? Warte mal. Oh, ich bin irritiert. Aber ob die mir ins andere Gebiet folgen? Oh. Ich werde angegriffen hier hinten jetzt. Ja, von so einem alten Wolf. Ja, ja, passt schon. Bisschen Schwund ist immer. So. Mit dicken Kriegern kommen sie jetzt nicht wieder, ne? Aber eigentlich sollten das nicht eigentlich unsere Freunde sein hier? Oder ist das farblich sowieso totaler Käse? Ich habe keine Ahnung. 750, 710 für einmal Wissen hier? Das ist eine Menge. Aber ich kann gleich 5 Zufriedenheit kriegen anscheinend. Monster töte. Ihr erhöht die Angriffskraft eurer militärischen Einheiten gegen mystische Kreaturen um 30%. Sind Riesen mystisch, ja, ne? Spawn in euren Reihen haben eine 50% höhere Angriffskraft. Wäre natürlich schön. Machen wir Militärstrategie. Und den Segen. Mit 7 Zufriedenheit. Wow. Ich brauche bald neue Häuser. Ja, Haus. Machen wir das so. Zack. Ja. Ja. Hätte ich auch gesagt. Ja. Gut. So ein Festmahl vielleicht nochmal. Machen wir ein Festmahl. Mach ich ein Festmahl. Weiß ich gerade mal nicht. Doch, ich mache ein Festmahl. Zack. Wobei das echt teuer ist. Aber hey. Das wird schon passen. 33 Nahrung habe ich jetzt plus. Ist echt eine Menge. 38 sogar. 40 sogar. Warum ist jetzt 40? Weil der mit Bauen fertig ist oder weswegen? Ja, anscheinend. Das sollte recht schnell wieder drin sein. Wobei das jedes Mal teurer wird. 500. 500 ist sehr teuer. Okay. Wenn sie hier angegriffen werden. Ich meine, ich kann hier überall noch Bäume, Häuser hinknallen, ne? Weil hier 4 von 4, das scheint... okay, den steht auch bei, nimmt keinen Platz im Gebiet weg. Dann kann ich die einfach mal alle hinbauen, ne? Sind ja billig, vergleichsweise. Okay, Krieg. Nö, das ist schlecht. Ist der Turm fleißig genug? Ich lasse den Turm ein bisschen genauer kämpfen. Und was auch. Ich habe noch niemanden verloren. Noch. Jetzt habe ich noch niemanden verloren. Doch, ich hatte 2 Krieger mal.
Ich habe Leute verloren, Mist. Jetzt, wo ich drüber nachdenke. Also ich kann immer nur einen Turm haben. Ich hatte doch in dem anderen, auf der anderen Map waren noch zwei Türme bei dem anderen im Gebiet. Wahrscheinlich, weil das von der Mission so vorgesehen war, aber das, da waren zwei. Das weiß ich ganz genau. Oder ich habe nicht richtig hingeguckt. Dann weiß ich das halt nicht ganz genau. Aber in der Theorie könnte ich das ganz genau gewissen, gewusst haben. So. Ist er gleich fertig? Passt. Na, du nicht? Da oben. Wo denn? Wo wird angegriffen? Feind schickt Jötner, um zu vernichten. Nee, das kennen wir doch schon. Das ist einfach nur die Warnung, dass es dann passiert. Okay. Alles klar. Ah. Ich hab angenehm viel Nahrung. Ich habe aber auch 12 Leute. 12 Leute, die alle mal ganz fantastisch hier auch Fischerei machen könnten. Von daher machen wir das einfach mal. Fischereihütte. Irgendjemand darf noch schon mal in die Richtung gehen. Kann anscheinend nicht. So, und zwar Fischerei. Bam. Ich könnte noch mehr Wissen produzieren, aber ich produziere so viel Wissen gerade mal. Wow. Das ist wirklich viel. Das ist, glaube ich, das einzige Mal, dass ich vielleicht alles erforscht habe. Ich weiß es nicht. Ja, Werkzeuge aufwerten, das wäre nochmal schön. Okay, legendäre Helden vielleicht. Monstertöter. Machen wir die Gelehrsamkeit nochmal. Ob es dann noch schneller geht, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ah, sammeln wir insgesamt noch mehr. Es sind aber auch 1020 brauche ich jetzt. Das ist nicht wenig. Da haben sie es jetzt. Okay. Die Türme fressen aber echt nicht viel, ne? Das ist einfach nur ein bisschen Holz, ein bisschen Steine und das war's dann. Das ist eigentlich, ich will nicht sagen lächerlich, aber es ist auch nicht so wahnsinnig viel. Und ich hau den nochmal kaputt. Hoffentlich. Ich habe Hoffnung, einfach so irgendjemand kaputt zu machen. So. Nahrungsproduzieren plus 30, das ist schon gut. Ist jetzt hier dabei, fantastisch. Zwei Stück sind jetzt drin. Und hier brauche ich noch jetzt einen weiteren, um mal endlich das Eisen mir anzueignen. Einen weiteren Steinbruch. Oder Bergwerk, oder wie auch immer das offiziell heißt. Es ist ein Bergwerk, fantastisch. Steinbruchwerkgrütze wäre eher Quatsch, wenn das, na, wenn die halt keinen Stein abkloppen. Da fehlt jemand im Fisch. Was? Wie konnte das passieren? Eine Frechheit. Weil da fehlt jemand im Fisch, klingt ein bisschen seltsam. Jetzt, wo ich drüber nachdenke. Na gut. Ich soll nicht drüber nachdenken. Plus 11 an Zufriedenheit, obwohl ich nichts eigentlich wirklich tue. Kein Fest habe. Jetzt sind es plus 10. Aber Osmose macht halt anscheinend sehr, sehr viel. Ho. Ho, es gibt Schlimmeres. Aber 7 Hoheitsgebiet Zufriedenheit? Was heißt denn 7 Hoheitsgebiet? Wie viel habe ich denn jetzt? Ich weiß es nicht. Eine nicht genauere Zahl. Ja. Aber ich kann mir dann auch mal mehr Krieger noch basteln hier. Ich brauche mehr Krieger. Tatsächlich ganz normale Standardkrieger. Ja, ahoi. Ich habe 1000 Holz. Okay. Kann man bringen, klar. Und ich bin auch kurz davor, mir noch Sachen aufzuwerten hier, ne? Hier irgendwie Steine zu kaufen und sowas. Ist tatsächlich eine Option. Oh, das. Das heißt, ich werte nochmal das Ausbildungslager auf. Mach mal Kriegerstärke und ich kann noch mehr Leute hier rausprügeln. Und ja, man kann auch andere Sachen aufwerten. Schon wieder 12 Zufriedenheit, weil ich Kriege habe, oder weswegen? Ist es durch die Krieger jetzt? Oh. Ja, das wäre schön, ne?
Zufriedenheit durch. Boah. Weiß ich nicht. 10 Brauer. Nahrungsreserven. Ach, wenn man viel Nahrung hat, dann kriegt man eine extra Zufriedenheit. Interessant. Interessant. Gefühl der Sicherheit ist wahrscheinlich durch das ganze Holz. Oder durch die Wachtürme. Das geht natürlich auch. Ha. Huh. Das sind alles so Kleinigkeiten, ne, die da reinspielen. Das ist interessant. Habe ich gar nicht alle so genau beachtet. Wie man vielleicht gemerkt hat. Aber gut, jemand Neues kommt dann nochmal vorbei und feudelt mir durchs Gesicht. Worum wir die ankommen? Da kommen jetzt 3 an. Okay. Ich sag ja, das wird immer. Es dauert immer länger, beziehungsweise werden immer mehr. Im Winter jetzt ein Festmahl? Nee. Ich muss dann aber nochmal einen weiteren. Nee, ich muss keinen weiteren Kriegerposten machen hier. Ich muss überhaupt nichts. Der darf mal bitte heile sein hier. Das Wissen, okay, ich brauche. Ich mach mal. Legendäre Helden. 1220. Meine Güte, wie viel ich brauche. Das ist enorm. Und da sind sie jetzt hier oben tatsächlich. Okay, Mist. Ich habe jetzt da natürlich keinen Turm. Verdammt. Mist. Na, wen kloppen sie? Nicht mein Zwan. Der sterbende Zwan wäre das sonst. Bitte alle auf einen konzentrieren. Nein, ihr stirbt mir nicht. Ja, das geht aber. Das geht. Schön ist nicht, aber es geht. Wäre ich zu verbessern von den Kriegern, oder? Ah, nee, kann ich gar nicht. Ich könnte das von den anderen machen. Warte mal. Händler. Will ich Händler machen? Nee, ne? Heiler. Alles so wenig Prozente eigentlich. Machen wir es nicht. Dann halt nicht. Ahoi. Vollkommen richtig. Ich brauche dann einen Turm. Da. Das ist ein bisschen seltsam. Brauchen wir erst den Turm. Ich werde schon wieder angegriffen. Hier oben. Ah, nicht der Wolf. Okay, das passt. Das ist der einzige Ort, wo ich ja nicht angegriffen werden möchte. Warte mal. So. Die können ja das ist gar nicht einfach so. Okay. Muss jetzt wieder zum Bauarbeiter umgewurstet werden. Aber wir haben es bald, wir haben es bald. Hurra. So ein Festmahl. Ne, 500 ist ein bisschen sehr teuer. Da bin ich aber nicht mit einverstanden. Okay. Wie repariert man das? Indem ich hier jemanden draufschicke, ne? Genau. Da war ja was. Ja. Ich weiß nicht, ob der mit immer mehr angreifen würde. Ob das immer mehr werden. Nicht, dass der dann irgendwie mit 20 Leuten oder so hier auftaucht. Weil das würde wahrscheinlich eine sehr lange Zeit dauern. Bis es so weit käme. Beim Aufwert macht er 50% mehr Angriff anscheinend. Ah! Meine Meister der Lehren berichten mir, dass sie große Fortschritte beim Entschlüsseln der Geheimnisse des Artefakts der Riesen gemacht haben. Hervorragend. Ich frage mich, was wir daraus lernen. Wahrscheinlich das geheime Rezept von Coca-Cola. Okay, also 500 noch. Und dafür musst du dir extra eine Meldung machen. Interessant. Wenn er das meint, darf er das gerne tun. So, ich kaufe nochmal ein bisschen Steine hier. Warte. Bombs. Und werte dann nochmal nichts auf anscheinend, weil ich nicht genug Steine habe. Mist. ich habe nur 5 gemacht. So. Ich kann den Turm aufwerten. Ja, wow. Nee, ist mir zu doof. Ich kann den Turm aufwerten. Wäre fast sogar noch das Schlauste. So, der kann man zurückmeistern hier. Zack, Bomb, so. Ah, wie viel Zufriedenheit, das ist super. Ich finde es gerade mal sehr, sehr schön. Was ein bisschen gemein ist, wenn die sich über das Gefühl von Sicherheit und die Nahrungsreserven und sowas freuen. Oder zumindest die Nahrung. Sicherheit weiß ich gerade nicht, wo das herkommt.
ob das durch die Türme kommt, aber dass sie quasi zufriedener sind, je mehr Nahrung sie haben, klingt irgendwo logisch, aber je weniger Zufriedenheit ist, desto länger dauert es, um Leute zu kriegen, die dann Nahrung produzieren können, um dann halt mehr Nahrung zu haben. Das ist wieder dieser blöde Widerspruch, beziehungsweise diese blöde Teufelsspirale quasi. Wenn man einmal zu wenig Zufriedenheit hat und weil die Leute nicht genug Nahrung produzieren und dann hast du halt noch weniger Leute, die dazukommen, um neue Nahrung zu produzieren, das ist dann schon ein bisschen Grütze. Ah, so schöne Zahlen hier. Wäre schön, wenn alles dreistellig, alles vierstellig wäre. Machen wir noch ein Fest. Machen wir ein Fest. Lassen wir das heldenhaft beenden hier. Ja, es gibt Schlimmeres. Es könnte schlechter sein. Und wäre ich zu euch? Nochmal von den Kriegern hier. Bam. Bams. Es wäre schön, wenn die dann golden glänzen könnten. Ich hätte was. 55 Nahrung plus. Das ist gut. Und ich verbrauche schon 88, ne? Ich bekomme sogar noch genug Wissen vorher, bevor die fertig sind hier. Nee, passt nicht. Na, wobei. Ah, das wird sogar noch was vorher. Durch Heilkundige machen auch Wissen. Festmahlsbonus ist auch nett. Ja, es geht vorher. Nee, geht doch nicht. Das geht vorher. Habe ich nur nichts von. Geschäftsbüro, bla. Machen wir das so. Das passt. Das ist ausgesprochen interessant. Ja. Und das hier kann es sein. Was macht er da? Naja, jetzt ergibt es alles Sinn. Das ist die spannendste Entdeckung. Wahrscheinlich finden die das gleich beide doof und hauen mich kaputt. Das ist anscheinend, oder zumindest vielleicht, das Schwert von Bergelmirs, einem der beiden Überlebenden der ersten Riesengeneration und Vorfahre aller derzeit lebenden Jötna. Ja, das Schwert verkörpert die Macht des Herrschers über sein Volk. Wir beschützen es und dafür bebaut ist das Land für uns. Aha, das Schwert wurde hier platziert, um die Bevölkerung in zwei Hälften zu spalten. Der Herrscher und den Pöbel. Schön. Wir hassen dieses Relikt. Es steht für die Unterdrückung und Spaltung. Es ist das Symbol tiefgreifender Ungerechtigkeit. Belgemir war wahrscheinlich ein Tyrann. Und deswegen mögen die sich nicht, weil hier ein Schwert hängt. Nun ja, niemand von euch hat sich offenbar je die Mühe gemacht, das Relikt zu untersuchen. Belgemir hat sein Schwert hier hineingestoßen, um einen Streit zwischen seinen Söhnen beizulegen. Also genau das Gegenteil. Der Erstgeborene hätte das Geburtsrecht und Anspruch auf das gesamte Erbe, während sein jüngerer Bruder ihn dafür hasste, dass er der Ältere war. Belgemir trennt das Land in zwei Hälften, das Land, das ihr jetzt Jotunheim nennt. Das Schwert sollte kein Symbol der Trennung, sondern des Teilens sein. Erde, Schmerzen, Freude. Er wollte, dass seine Söhne zusammenarbeiten und lebten und arbeiten. Oh, die mögen sich jetzt, ne? Oh, vielleicht war ich egoistisch. Ehrlich gesagt fühle ich mich irgendwie schuldig, weil ich nicht den ganzen Tag arbeite. Ich verstecke mich hinter dem Gesetz. In Wirklichkeit fühle ich mich aber wie ein Hochstapler. Na, bei der Größe kann er gut hochstapeln. Und ihr beschützt und ernährt uns. Vielleicht gibt es eine Welt, in der wir sowohl die Arbeit als auch die Früchte teilen können. So wie Belgemirs Söhne das letztendlich taten. Oh, ist das süß. Also, soweit halt 6-7 Meter große, riesige Klumpenriesen irgendwie süß sein können. Danke, dass ihr uns die Wahrheit gezeigt habt. Mensch, sie war schmerzlich sichtbar, also mitten im Land und all das. Ihr dürft jetzt passieren. Wir werden Frieden schließen und zusammenarbeiten. Oh, ist ja schön. Ihr habt alles erfunden, stimmt's? Na, was glaubt ihr denn? Es ist bloß ein großes Steinschwert, auf dem nichts steht. Doch dieses kleine Lüge wird ihre eigene Wahrheit hervorbringen. Eine neue Welt, in der Brüder vereint sind. Was für eine unangenehme Weisheit. Jedenfalls können wir jetzt unsere Reise zum Runenstein von Asgard fortsetzen. Gut gemacht, Swan. Das ist schön. Das gefällt mir. Fortsetzen. Fantastisch. Alles klar. Was haben wir hier noch?
Kapitel 8 Wettkampf. Machen wir beim nächsten Mal. Nicht jetzt. Danke fürs Zuschauen bei Nordgard. Und bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss.